Ja, und es geht gleich weiter mit den Pluralausnahmen, also mit Substantive, die auf jo, jo und ja enden. Schauen wir uns gleich mal männliche Substantive an, die eben auf diesen CIO, also auf diesen jo enden. Die sind im Plural dann chi. Ja, also da wird dann weder ein H eingefügt, noch steht dann Doppel-I, also beispielsweise il bacio, der Kuss, i baci, die Küsse. Hat man diesen, da streicht man sozusagen einfach dieses O weg und hat dann im Plural einfach das einfache I, also il bacio, i baci. Analog dazu Substantive, die mit jo enden, also gio, bekommen im Plural auch die Endung gi mit nur einem einzigen i, also zum Beispiel il litigio, i litigi. Also da wird kein H eingefügt und da stehen auch keine zwei Is am Ende. Der Streit, die Streite, il litigio, i litigi. Und bei Substantive mit Endung auf ja, da kommt es jetzt wieder drauf an, ob das I betont ist oder nicht. Also bei allen weiblichen Substantiven, die auf ja enden und wo man dieses I nicht ausspricht. Ja, zum Beispiel bei la camicia wird das I gar nicht, dieses I zwischen dem C und dem A wird nicht ausgesprochen, ist also unbetont. Und dann kommt es jetzt darauf an, ob vor dieser Silbe CIA ein Vokal steht, wie hier das I, oder eben kein Vokal steht, wie hier steht ein Konsonant, da steht noch ein C. Das ist dann ganz wichtig, ob ein Vokal oder ein Konsonant davor steht. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ein Vokal davor steht. Hier das I, also la camicia, wird im Plural zu le camicie, aber ganz wichtig, man behält das I dann bei. Man bräuchte das I rein theoretisch gar nicht, weil man ja trotzdem auch das CE mit diesem CH-Laut aussprechen würde. Aber es ist einfach eine Regel in dieser Ausnahme, also la camicia, le camicie, aber das I bleibt drin, wird aber auch nicht betont. Also es heißt weder la camicia noch le camicie, es heißt la camicia und le camicie, aber wie gesagt, das I ist dabei und wird nicht betont. Das Hemd, die Hemden oder die Bluse, die Blusen. So, was passiert jetzt, wenn solche Substantive jetzt auch, wo das I eben nicht betont ist, was passiert, wenn jetzt da ein Konsonant vor dieser Silbe steht, vor diesem CIA? Zum Beispiel la salsiccia, da steht wie gesagt ein Konsonant davor. Dann bekommen die im Plural, wird das dann zu le salsicce, aber das I ist nicht mehr dabei. Ja, oben war das I trotzdem dabei, hier nicht mehr. Die Wurst, die Würste, la salsiccia, le salsicce und kein I mehr vorhanden. Hinterfragt es nicht, warum das so ist. Wenn ihr, wie gesagt, über so ein Substantiv stolpert und euch wundert, warum bei dem einen das I dabei ist, bei dem anderen nicht, schaut euch diese Folie nochmal an und dann werdet ihr eben erkennen, dass es wirklich darum geht, dass da bei dem einen ein Konsonant und bei dem anderen eben ein Vokal davor steht. Aber ansonsten gibt es da jetzt keine besondere Begründung. Es ist einfach so. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht jetzt schon komplett verwirrt mit diesen ganzen Pluralausnahmen, die trotzdem wieder irgendwelche Regeln haben, nachdem man gehen kann. Wie gesagt, es geht wirklich darum, dass wenn ihr drüber stolpert über solche Substantive und einfach nicht wisst, weil ich bekomme ganz oft ganz viele Fragen, hey Verena, warum ist denn im Plural dann I dabei und bei dem nicht? Kannst du das mal erklären? Und über E-Mail und so weiter ist es sowieso höchst kompliziert, das alles zu erklären. Deswegen eben diese Videos mit den Folien und dann könnt ihr euch das in Ruhe anschauen und immer wenn ihr über solche Substantive drüber stolpert und euch nicht auskennt, könnt ihr eben auf diese Folien zurückgreifen. Genau, und dann nochmal genauer nachschauen, warum das so ist, beziehungsweise wie diese Pluralformen eben dann zustande kommen. Ja, es geht dann noch weiter. In einem anderen Video geht es dann um weitere Ausnahmen. Schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ciao, ragazzi!